So, hey Leute, heute wieder Stefanie 2289. Heute habe ich einen kleinen Online-Shop Fashion Haul für euch vorbereitet. Die beiden Shops, um die es gehen wird, heißen SHEINside und WALLSGIRL. Von Ketten, Hosen, Tops bis hin zu Kopfschmuck ist alles dabei. Wichtig zu erwähnen wäre, dass dieses Video von dem Online-Modeshop WALLSGIRL unterstützt wird. Sie schickt mir einige Sachen kostenlos zum Ausprobieren zu. Zusätzliches Geld von WALLSGIRL bekomme ich dadurch nicht. Unten in der Beschreibung findet ihr alle im Video vorgestellten Sachen vor. Auch gibt es dort einen Gutschein von WALLSGIRL. Ab einem Einkaufswert von 50 Dollar, ca. 43 Euro, bekommt ihr einen Rabatt von 5 Dollar. Die Sachen von SHEINside sind nicht gesponsert. Sie dienen dazu, beide Online-Shops gut vergleichen zu können. Der Versand bei WALLSGIRL war relativ schnell, dennoch etwas kompliziert. Am 8.5. habe ich meine Bestellung aufgegeben. 11 Tage später kamen fast alle Artikel bis auf eine Jacke und ein Kleid an. Erst nach ca. 2 Monaten, am 26. Juni, kam die Jacke an. Das von mir bestellte Kleid wurde nicht gesendet. Bei SHEINside gab ich meine Bestellung am 14.5. ab. 2 Wochen später, am 26.5., kam meine Bestellung aufgrund vom Umzug der Lagerhalle mit Verspätung an. Der allererste Artikel ist ein Gadget für die Wimpern von WALLSGIRL. Der Preis lag bei 1,01 Euro. Anfangs tat ich mich etwas schwer mit dem Ding. Es dient dazu zu verhindern, dass die Mascara fast überall landet. Mit etwas Übung klappt das Auftragen ohne Patzer sicherlich nach einer gewissen Zeit. Der zweite Artikel ist ein Crop Top mit Alien-Aufdruck von SHEINside. Der Originalpreis liegt bei 5,60 Euro. Vom Stoff her ist das Shirt sehr fein, aber keineswegs durchsichtig. Das kleine aufgestickte Alien sitzt auch noch nach der dritten Wäsche genauso wie am Anfang. Als nächstes bestellte ich ein bisschen Kopfschmuck in goldenen Farben bei WALLSGIRL. Der Preis dafür lag bei 4,01 Euro. Auf dem Video und dem Foto kann man gut erkennen, dass ich ohne Spiegel dieses Teil wirklich nicht richtig aufsetzen kann. An sich scheint es dennoch nicht abzufärben und stabil zu sein. Für meinen 18. Geburtstag bestellte ich mir einen besonderen Haarreifen von SHEINside. Gekostet hat er 3,74 Euro. An sich wäre dies mein Geburtstagsoutfit zusammen mit dem Haarreifen. Ich fand es eine ganz nette kleine Idee, so etwas zu tragen. Stabil ist er allemal. Ein weißes T-Shirt mit dem Print Stay Dead holte ich mir von WALLSGIRL. Der Preis lag bei 8,07 Euro. In Größe S bestellt schien mir das Shirt ein bisschen groß zu sein. Dennoch habe ich gar nichts gegen den lockeren Look. Da es einen sehr einfachen Print hat, kann man es gut zu fast allem kombinieren. Die einzige Hose aus diesem Haul kaufte ich bei SHEINside ein. Der Preis liegt bei 18,68 Euro. Schon etwas länger wollte ich gerne eine Hose mit tiefen Löchern am Knie. Diese Hose würde ich jedoch unter der Kategorie Boyfriend Jeans einstufen, da sie bei mir etwas zu locker sitzt und ich deswegen auch ein Gürtel umschneiden musste. Die nächsten beiden Artikel sind von WALLSGIRL. Zum einen hätten wir das bauchfreie Crop Top mit Cutouts an den Seiten. Preis lag bei 14,06 Euro. In meiner Hand befindet sich eine super süße graue Kükentasche zum Umhängen. Der Preis hier lag bei 13,73 Euro. Der Pullover an sich hatte einige längere Fransen, welche ich abgeschnitten hatte. Für den Winter wäre er garantiert nicht geeignet, aber im Herbst ist er sicherlich ein Hingucker. Die Kükentasche ist extrem flauschig, fast schon wie ein echtes Kuscheltier. Wofür ich dennoch warnen würde, wäre vor der Kette. Kaum in die Nähe der Haare gelassen, schon sind leider einige Haare gleich mit rausgerissen. In die Kükentasche passt allerhöchstens ein Handy und ein paar Taschentücher. Von SHEINside habe ich dieses wunderschöne weiße Shirt mit Ananas und Cutouts her. Der Kaufpreis liegt bei 6,54 Euro. Bevor irgendwer Panik bekommt wegen der Jacke, das ist kein echtes Fell. Das Shirt an sich ist ein wenig durchsichtig, aber passt sonst genau. Der nächste Artikel wäre eine Kette in Herzform mit Korken obendrauf. Der Preis lag bei 2,24 Euro.
An sich fand ich die Idee extrem schön, Blumen oder ähnliches in einer Art Behälter als Kette zu besitzen. Was auch ganz süß ist, ist das kleine Emblem mit Wish drauf. Auch eine Kette mit ähnlichem Aufbau konnte ich mir bei Shein Zeit holen. Der Preis hier lag bei 4,67 €, demnach teurer als die Kette von Wowskull. Kaum die Kette ausgepackt, musste ich bemerken, dass man sie gar nicht aufmachen kann. Man muss sie irgendwie über den Kopf drüber ziehen. Am Körper dann hängt, spürt man den schweren Anhänger. Für jeden, der etwas auffälligere Ketten mag, ist dieser Klunker genau der richtige. Ich liebe ja Rosen. Und genau so ein Rosenshirt im 3D-Look konnte ich bei Wowskull finden. Der Preis lag bei 10,02 €. Als das Shirt ankam, sah ich erst die vielen kleinen Löcher ums ganze Shirt. Etwas verwundert war ich schon, da man diese auf den Online-Bildern nicht richtig sehen konnte. Zudem ist die Rose in der Mitte etwas locker. Dennoch passt das Shirt und es gefällt mir sehr. Der nächste Artikel ist eine Brille ohne Stärke von Sheinsight. Kaufpreis liegt bei 9,34 €. Irgendwie sah ich öfter aus Instagram und Co. einige Blogger mit solchen Brillen und wollte selber mal gucken, ob sich so etwas lohnt. An sich finde ich die Brille ein wenig zu groß, aber sonst kann man sie auch gut nur auf den Kopf tragen. Die beiden letzten Artikel von Wowskull sind zum einen der riesig lange, ich nenne ihn Star Wars Mantel bzw. Cardigan und die Löwenstatement Kette. Der Preis für den schwarzen Cardigan lag bei 14,44 €, die Löwenkette 3,06 €. Leider kam der Cardigan etwas verspätet an. Was ich ebenso nicht gut finde, ist die Länge. Sobald ich normal laufen möchte, verheddert sich teilweise der Mantel mit meinen Füßen. Was ich jedoch gut an dem Cardigan finde, ist seine richtig coole Kapuze. Die Löwenkette wirft beim Tragen jegliche Blicke auf sich. Sie ist sehr stabil und vor allen Dingen eine schöne Kette als Sternzeichen. Der allerletzte Artikel ist ein Shirt mit Aufdruck von Sheinsight. Der Preis hier liegt bei 12,14 €. Ich fand die Message hinter dem Top ganz schön und musste deswegen zugreifen. Ich interpretiere den Aufdruck als Nachricht lieber mit Liebe sozusagen, um sich zu schießen, als mit Waffen. Beide Online-Shops bieten die neueste Mode an. Von der Versandzeit ist Sheinsight etwas besser als Wowskull. Kleidung bei beiden ist preisig extrem günstig bis hin zu vollkommen in Ordnung. Habt ihr schon einmal mit solchen Online-Shops Erfahrung gesammelt? Und welches Outfit hat euch am besten gefallen? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.